Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Alter, jetzt habe ich es aber. Zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach am Montagnachmittag. Einen wunderschönen guten Montag? Ne, guten Wochenstart, glaube ich, besser. Am Montag, so, ja, es ist reif, mehr oder weniger fast alles. Also 1, 2, 3, 4, 5 Felder sind reif. Die zwei sind noch nicht reif, aber das ist auch nicht so problematisch hier. Und wir fangen an mit Dreschen, habe ich mir gedacht. Die Frage ist jetzt nur, ne, wenn ich hier zumache, geht das dann drüben weiter auf? Oder geht das gar nicht weiter auf? Ne, geht gar nicht weiter auf, ne? Das ist es und fertig. Gut, dann brauche ich jetzt mal einen Traktor. Das sind wir, hier sind wir wieder beim Überladen. Oh. Bin gespannt, ne, ob das funktioniert jetzt. Ah, das ist übrigens jetzt das abgedatete Modell. Also den habe ich jetzt geupdatet. Da kommen jetzt noch theoretisch ein paar Funktionen, die wir jetzt auch testen können. Weil es haben sich auch sehr viele gewünscht, dass der geupdatet wird. Den habe ich jetzt geupdatet. Und der hat jetzt, ich weiß gar nicht, was er alles bekommt. Oh ja. Ich glaube, er hat noch ein paar Konfigurationsmöglichkeiten, hat er noch bekommen. So, warte mal, gucken mal, was wir noch daraus machen können aus dem Guten. Konfiguration. Design machen wir mal Standard, das passt. Radsetup machen wir Radgewichte rein, das sieht mega geil aus bei dem. Und vielleicht ein bisschen mehr Schmackes. Dann hat er 200 PS und vorher hat er 180 PS. Komm, lass mal ein bisschen mehr und machen einen Frontrad noch. Ne, Frontrad brauche ich nicht. 18.000, ja komm, was kostet die Welt? Oh, das ist schon, also. Das ist schon was anderes, ne? Muss man mal so sagen. Und mit den Radgewichten sieht das schon richtig kräftig aus, ne? Ah, gefällt mir. Ja, ein bisschen mehr PS, kleines Chip-Tuning hat er bekommen. Sehr gut. Damit wir für die Ernte gerüstet sind. Ich hoffe, ich sehe rechts oben, ne, dass Schneefall oder Regen angesagt ist. Ich hoffe, dass wir dreschen können jetzt, ne? Ich bin nicht ganz sicher, wenn nicht, dann wird man auf alle Fälle mit dem Häckseln anfangen. Was ja auch nicht so problematisch ist. Aber wir werden mal gucken, was wir schaffen heute. Wir werden mal schauen. Alter, hat es ihn gerade an die Seite gelegt. Würde tatsächlich jetzt... Oh, er hat gerade ein bisschen rumgebackt. Würde tatsächlich jetzt ein bisschen weiter vorne... Also hier bei unserem normalen oder bei einem normalen 74er-Feld anfangen zu dreschen. Warum, weiß ich nicht, aber mir ist irgendwie danach. Oh, alles gut, ich hab's im Griff. Aha. Alter, hier ist jetzt aus, ne? So. Dann brauchen wir den Drescher. Das ist der falsche. Das ist der Drescher. Das sind wir schon lange nicht mehr gefahren, ne? Frage ist jetzt, ob ich jetzt hier rauskomme. Warte mal, wir machen das mal so. Du siehst halt nichts nach hinten hin, ne? So. Jetzt aber, let the party started. Sehr schön. Ja, wir fahren hier über den Waschplatz, glaube ich, ist besser. Der gute alte John Deere Drescher, ne? Kommt wieder mal zum Einsatz jetzt. Ich freue mich. So. Boah, da bekommen wir wieder Stroh ohne Ende, ne? Richtig geil. Entschuldigung, war zu toll. Ich freue mich nur so aufs Dreschen, deswegen bin ich so aufgeregt heute. Hä? Sag mal. Sag mal, warum geht es nicht? Bin ich jedes Mal zu weit weg oder bin ich zu schief rangefahren? Das kannst du auch haben bei mir, ne? Jetzt hat er es aber. Ich hänge halt voll drauf, ne? So. Wunderbar, wunderschön. Du fährst mal ein Stückchen weg, Kollege. Könnte ich eigentlich auch irgendwo stehen lassen, ne? Lass mal das mal ganz kurz hier stehen. Guck mal, ob es überhaupt funktioniert. Oder ob das Ganze jetzt für ein Poppes ist hier. Strohablage anschalten? Nein. Weil ich möchte tatsächlich... Oh. Gut, das alte Problem... Also Problem ist ja falsch, ne, aber... Wie war das nochmal? Oh, ich muss das Ding runterlassen. Bis wir hier anfangen zu arbeiten, ist der Arbeitstag wieder rum hier. Alter, wie der schief hier drin hängt, ne? Moin! Alter Schalter. So, ich würde jetzt mal eine Bahn nach oben ziehen. Wenn der Regen das zulässt. Ja, sieht ganz gut aus. So.
möchte jetzt nur mal hier diesen Schandfleck beseitigen. So, dann haben wir das schon mal erledigt, ne? Das war mir tatsächlich etwas wichtig, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. So. Dann würde ich jetzt hier nochmal hochziehen. Und dann können wir den mit Helfer fahren lassen, glaube ich. Wäre gar nicht immer so eine schlechte Idee. So. Bisschen ruhiger hier angehen. Gut, der ist immer ein bisschen weiter rausgefahren beim Sehen, ne? Deswegen haben wir jetzt das Malheur. Aber ist ja nicht das Problem. Wir schaffen das schon irgendwie. Okay, das heißt, wir fangen hier an Weizen. Auf dem Feld natürlich wird dann Stroh abgelegt. Ganz klar, wir brauchen ja Stroh für dies und das und jenes. Aber jetzt zum Anfang reicht es auch immer so. Ich glaube, wir werden auch die Angelegenheit hier parallel durchziehen. Das heißt, Häckseln und Dreschen wird parallel passieren, glaube ich. Weil dann können wir auch zeitnah wieder ansehen. Aber Step by Step. Wir gucken gleich mal zu den Schweinen, weil wir haben ja jetzt gestern 2 Tage vorgespult. Ne? Da ist ja doch ordentlich Zeit ins Land gezogen. Alter, der Streifen ist halt legendär, ne? Ich weiß nicht genau, wie der CP-Fahrer oder der Helfer, glaube ich, war es, einfach so rumgezogen hat. Und denke ich mir so, hä, was macht der da? So, haben wir. Haben wir. Gut, dann würde ich sagen, machen wir kurz aus das Ding. Wir werden einen CP-Kurs einstellen und dann lassen wir erstmal fahren. Die Strohablage können wir gleich mal anmachen. Strohablage anmachen, Punkt, Komma, schlag mich dort, wie auch immer. So, wunderbar, wunderschön. Feld Nummer 74. 9 Meter. So, jetzt bin ich gespannt. Ob etwas passiert, was passiert, ob sich das Spiel aufhängt, ob es nur länger dauert. Oder ob er wieder... Oh, das kann natürlich sein, dass er jetzt wieder dass er wieder komplett hier rumfährt, ne? Hier. Und das 75er Feld. Weil letztes Mal, links unten, ist er nicht nur hier gefahren, sondern hat das hier auch gleich mitgenommen. Und ist dann irgendwie so schräg drüber gefahren. War komplett crazy. Also das war einfach Müll, was er gemacht hat. Und jetzt hoffe ich mal... Es wurde anscheinend aktualisiert oder gefixt, wurde mir sogar geschrieben. Aber mal schauen, ob das was wird, ne? Wie lange lädt denn das Ding hier bitte? Kann doch nicht sein, dass es so lange dauert. Modi, möchte doch wieder weiterarbeiten. Ah, ist immer ein schlechtes Anzeichen, wenn es so lange lädt. Hm. Ich könnte so eine Pausenmusik einspielen, ne? So düm, 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 düm. Wenn ich da einfach was anderes machen könnte, wäre es ja richtig cool, aber ich kann gar nichts machen momentan. Mach mich nicht traurig hier. Mann. Ich habe übrigens, ich würde es euch wirklich gerne zeigen, ich habe übrigens den Notizblock-Mod mit reingenommen. Oder Notizmod, glaube ich, heißt er richtig. Jetzt habe ich es. Jetzt hat er es gemacht. Ja, siehst du, das ist halt ein absoluter Bullshit, was er hier schon wieder macht. Weil guck dir mal an. What? Mich wundert nichts, dass der so lange lädt, ne? Ah, es könnte jetzt sein, dass es nochmal so lange dauert. Das ist Blödsinn. Warum macht er denn sowas? Das ist eben mein Problem, dass er das nur Blödsinn-like macht. Links, Kreisfahrt, mach mal an. Läuft. So. Mach mal. Prinzipiell ist es jetzt egal, wo er lang... ist nicht egal, wo er lang fährt. Leider ist es nicht egal. Manueller Lenkeingriff? Ja, okay, das ist gut. Weil dann könnte man immer noch stoppen, wenn es drauf ankommen sollte. So, müssen wir mal ganz kurz warten, ob das was wird. Prinzipiell, was soll passieren, ne? Was soll passieren? So, hast du... Ach, du heilige Maria. Wir müssen mal die Wolle wegbringen, eindeutig, ey. Genau, die Schweine. Wie geht's denn unseren Schweinen eigentlich? Ja, das ist der, genau das ist es, was ich nicht verstehe, warum er hier rumfahrt. Aber gut, lass mal machen. Er wird sich schon melden, wenn er voll ist, und dann ist es halt so, wie es ist. So, wo war denn das Schweine? Das war hier gewesen, ne? Dann gehen wir mal ganz kurz zu Raiffeisen und spazieren mal ganz kurz rüber. Ne? Ist ja ganz klar.
und schauen mal, was da los ist. Weil wenn da schon ein paar Ferkels drin sind, glaube ich, die Ferkels kann man auch verkaufen. Ne? Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil waren erst gerade 4 Stück da, aber 2 Tage vorspulen, dann müsste jetzt schon ein bisschen was da sein. Mist ist, ja. Oh, Alter, 12 Schweine sind schon da. Nice. Das ist ja cool, ne? Gut, lass uns mal ganz kurz in die Tabelle gucken. Wo kann ich denn die verkaufen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Kann ich die wieder bei den normalen Dingen verkaufen, bei den normalen Schweinestallen? Oder brauche ich da was anderes? Lass mich mal gucken. Hühner, das ist Schweinegehege steht hier, ne? Das müssen wir erst kaufen. Habe ich da auch so eine wunderbare Anzeige? Ich würde gerne wissen, was hier Phase ist, was man hier machen muss. Weil sonst würde ich die jetzt einfach verkaufen, ganz ehrlich, ne? Da kann ich nichts. Da kann ich nichts. Na, das ist noch. Genau, hier ist alles zu. Wo gibt es hier diese wunderbare Beschreibung? Das wäre mir wichtig. Schreinerei. Das müsste noch ein Stall sein, ne? Mutterschweine, genau. Es ist noch so ein Stall. Wo ist hier die Beschreibung für diesen Stall? Komposter, Schweinehof 1. Was passiert hier? Genau, das sind alles. Also das sind alles hier Zuchtanlagen, ne? Ja, Zuchtanlagen. Nochmal, also es gibt 4 Zuchtanlagen, was ich so gesehen habe. Die haben wir in Produktion. Sehr gut. Aber was gibt es da noch mit den Schweinen? Nichts mehr? Das war's. Ich kann die nur verkaufen, ne? Ja, du, ich verkaufe das. Kein Problem. Irgendein Helfer steckt irgendwo fest. Das ist natürlich super. Wir können jetzt schon mal einen Abfahrer machen. Weil sonst dauert das wieder Stunden über Stunden über Stunden. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, natürlich habe ich das Tor wieder optimal oder suboptimal aufgemacht. Dann machen wir das hier auf. Weil zum Abfangen kann ich auch den Krampe nehmen. Ist ja gar kein Problem. Schwarzer Traktor mit schwarzen Anhänger passt auf alle Fälle immer. So. Löppt. Ja, dann fahren wir mal los, ne? Auf geht's wieder mal. Großes Ausrücken. Das ist wie bei der Feuerwehr, ne? Großes Ausrücken. Einsatz. Oh, ich hab grad genießt, sorry. So, da Lüschen. Wo ist er denn, der Herr Kollege? Da steht doch bestimmt wieder irgendwo ein Baum. Ja, genau. Sehe ich doch jetzt schon. 75 ist wieder so ein gelber Punkt. Da weißt du einfach Bescheid. Ein Stein hat er gefunden. Ist es nicht putzig. Das Gute ist, dass er zwei Dinger auf einmal macht, ne? So, jetzt nicht jetzt irgendwas verkehrt machen. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt nochmal die Wolle. Weiß nicht, ob das Priorität hat jetzt, aber wir verkaufen sie jetzt einfach mal. Und wir werden dann noch Schweine verkaufen. Weil ich glaube, in den Anhänger geht nicht so viel rein. Aber so 10 Stück sollten schon reingehen. Ich möchte wissen, was das bringt. Wahrscheinlich reden wir da von 20.000, 30.000, ne? Also nicht der Rede wert, aber... So, ah, da oben ist der Case, deswegen höre ich da gerade was. Sieht auch geil aus, wenn das so steil am Berghang oben steht, ne? Ich mag das. Genau, ganz kurz den Notizblock wollte ich hier nochmal zeigen, ne? Wie war denn das jetzt hier mit, den habe ich doch mit aufgenommen. Hä? Oh, ich habe ihn nicht aktiviert. Wow, Werner, du bist ein Vollidiot. Ich habe ihn zwar mitgenommen, aber nicht aktiviert. Wer kennt's? Ja, ja, jeder kennt's wahrscheinlich, ne? Ach, Mann. So, du fährst mir jetzt erstmal zu den Schäfchen. Tierhändler Schafhof. So, der klassischen Hof. Große habe ich gar nicht hier, ne? Wo geht denn der vorbei? Lol. Ich habe doch mal 9 eingefahren. Was ist mit dem passiert? Schafe, Wolleverkauf. Schafweidehof. Hof Schafe, da ist er doch. Was ist los mit mir? Ich habe gewusst, ich habe da was eingefahren. So, das läuft. Du machst Schafe, dann machst du Schweine. Komm, dann bringen wir noch ein paar Schweine weg. Weil dann haben wir die zwei Sachen schon mal erledigt. Dann können wir eigentlich anfangen. Morgen mit. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Mit dem Häckseln vielleicht sogar. Mal schauen.
Fährst du mal weiter, Kollege, mein Gott. Gut, aber liebe Leute, ich danke herzlichst fürs Zuschauen. Wir sind erstmal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.